Ich bin durch meinen Dad zur Fotografie gekommen. Da hat er ja ein Rennteam und ist damals, glaube ich, 86 oder 87, war dieses Weltcup für Tonwagen in Macau und Fuji. Da war er, glaube ich, einen Monat weg und kann mich ganz gut erinnern. Er ist dann mit voller Montur zurückgekommen, Minolta-Kameras und Haufen Objektive. Dann hat er dieses Hobby gestartet. Ich war halt oft das Versuchskaninchen. Ich glaube, als ich 13 war oder 14, hat er eine von seinen Kameras mir zu Weihnachten geschenkt. Es war ein bisschen so ein schlafendes Hobby in mir. Ja, Carrera GT. Die Geschichte ist so, dass das schon immer mein Traumauto war. Ich glaube, da war ich 18 und dann habe ich mir diesen schwarzen Carrera GT Ende 2019 gekauft und bin sehr stolz, dass ich dieses Auto besitze. Das ist natürlich auch zeitlos. Ist einfach ein Hammergefühl, dieses Auto zu fahren. Das ist ein Rennauto für die Straße. Bereits der Leica macht für mich Technik aus und das Design. Hat auch einige Parallelen. Porsche ist einfach sehr viel Präzision und so was Exklusives. Hier jetzt in Monaco habe ich mir diese M11 geshootet. Ja. Ich bin reiner Autodidakt, denke ich. Aber wirklich, dass jemand dein Bild kauft als Kunststück, das ist dann, glaube ich, noch ein ganz anderes Level. Ja, ich konnte natürlich viel von Fotografen lernen, die mich fotografiert haben. Besonders an der Rennstrecke habe ich immer wieder ein bisschen gefragt, weil am Anfang hatte ich keine Ahnung. Dieses Hobby bedeutet mir Freiheit. Es ist eine Art Meditation oder es macht einfach Spaß, wenn man sehr viel unterwegs ist und man hat einen Tag frei oder zwei. Es gibt einige Parallelen zum Rennfahren. So wie du die Ideallinie in der Kurve aussuchst, dann musst du in deinem Bild auch die richtige Komposition aussuchen. Und das muss manchmal auch schnell gehen, weil es nicht immer Zeit, wenn du wirklich das richtige Moment erwischen willst. Was ich am liebsten fotografiere, sind ja natürlich Autos. Ich habe da Leidenschaft für Autos, aber klassische Autos schauen natürlich viel besser aus auf Fotos. In Chromkarossen. Menschen tue ich auch sehr gerne fotografieren, weil ja, mit der Leica, das schaut natürlich top aus. Da kommen die Gesichter wirklich gut dabei raus. Ja, ich versuche immer was draus zu machen, wenn ich unterwegs bin, also so Street Photography, was nicht so einfach ist, weil ja, du musst einfach ein bisschen kreativer sein, dass so ein Bild cool wird. Meine Leica-Fotos kann man auf meinem Instagram-Konto sehen. Zwar nicht mein Rennfahrer-Konto, sondern ein Leica Pilot. Like a Pilot, also so wie ein Fahrer, aber es ist ein Wörterspiel. Und da poste ich immer wieder die Fotos, die ich denke, die am besten sind.